Moin moin und herzlich willkommen zu diesem Video. Wie vielleicht so manch einer von euch weiß, sammle ich sowohl Anime in physischer Form als auch Manga in physischer Form. Aber ich habe euch angelogen, denn es gibt eine Sache. Ich wohne gar nicht in Deutschland. Nein, okay, Spaß beiseite. Ich habe da, glaube ich, nie ein Geheimnis drum gemacht. Es ist sogar auch in ein paar Videos von mir erwähnt worden. Ich wohne im schönen Skandinavien. Besser gesagt sogar im schönen Dänemark. Ja, und ich studiere hier im Ausland und wohne hier nun schon, ich glaube, inzwischen sind es auch schon 4 Jahre. Ich werde alt. Nein, ich wohne hier nun schon 4 Jahre. Und in meiner Zeit, in der ich hier meine kleine Sammlung auch ein bisschen weiter aufgebaut und ausgebaut habe, sind mir ein paar Sachen einfach aufgefallen. Hier speziell, was den dänischen Manga-Markt angeht. Und über genau diesen möchte ich heute reden. Denn ich habe mir einfach mal die Frage gestellt, wie ist es eigentlich als Manga-Fan in Dänemark zu wohnen? Und hier möchte ich ein paar Kategorien, wenn man es so möchte, aufstellen. Es gibt einfach ein paar Unterpunkte, über die ich sprechen möchte. Einmal die Auswahl, das Sortiment, grundsätzlich, was gibt es hier, welche Sprachen sind es etc. Dann die Preise, definitiv, weil das ist einer der wichtigsten Punkte, glaube ich, hier, die man beachten muss. Und auch, wie funktioniert der Gebrauchthandel, wie funktioniert es hier, gebrauchte Manga zu bekommen etc. etc. Und wenn man auf das Sortiment schaut, beziehungsweise was kann man sich hier besorgen, was gibt es hier, was haben sie auf Lager, ist eine Sache sehr, sehr ins Auge werft und auch sehr, sehr wichtig, Sachen, die man wissen muss. Dänemark hat kaum eine eigene Manga-Übersetzungsszene. Generell das Übersetzen in Dänemark ist auch bei Filmen und Serien oftmals sehr sporadisch. Die haben einfach kaum Synchronsprecher, die sie benutzen. Das heißt, 99,9% von allen Mangas, die du hier im Laden finden wirst, in den Büchereien, sind auf Englisch. Was für den durchschnittlichen Deutschen wahrscheinlich eher ein Daumen nach oben ist, da man das dann auch natürlich lesen kann, statt Dänisch. Heißt auch, dass wir hier in Dänemark grundsätzlich nur die englischen bzw. amerikanischen Releases haben. Was auch eigentlich eine ganz geile Sache ist. Auf jeden Fall für mich in dem Fall, da ich einfach, ja, ich wohne hier und pendle ungefähr einmal im Monat zurück nach Deutschland. Heißt, ich habe damit einfach Best of Both Worlds. Einfach einer Montana. Nee, aber das ist schon eine echt coole Sache, wenn du hier wohnst und einfach hier, ja, im Alltag runtergehen kannst, die englischen Releases besorgen kannst, gleichzeitig dir nach Deutschland, so gesagt, die deutschen Sachen bestellen kannst und dadurch einfach einen bunten Mix hast von sowohl englisch als auch deutschen Manga. Und das sieht man auch, besonders wenn man hier auf meiner Manga-Sammlung schaut, wenn ich A Silent War auf Deutsch, das hier ist dann wieder auf Englisch, das ist auf Deutsch, komplett Comic-Con Communicate habe ich auf Englisch, Fairy Tail komplett wieder auf Deutsch, dann habe ich einige Fairy Tail Spin-Offs hier unten, die sind wieder auf Englisch, weil sie nur auf Englisch erschienen sind. Und so mixt sich einfach hier so ein Spinngewebe aus beiden Sprachen zusammen, was mich persönlich einfach nicht stört. Aber wie gesagt, wohnst du in Dänemark, willst du im Urlaub Dänemark Manga shoppen, tu es. Sie haben richtig geile Läden, mein Laden hier in meiner Stadt ist wirklich vergleichsweise riesig, aber wie gesagt, ja, du musst halt Englisch können. Bei all der Euphorie muss es aber immer Dämpfer geben und dieses gibt es auch in Deutsch, in Dänemark. Und das ist eindeutig das Thema Preise bzw. der Preis generell dieser Manga. Einerseits haben die Dänen nicht dieses Buchpreisbindung oder wie das nochmal im Deutschen heißt. Heißt, die Preise variieren, manchmal steigen sie plötzlich hoch, manchmal runter. Zum Beispiel gibt es dort in meinem Laden ein Claymore Boxset auf Dänisch, richtig geil. Aber das variiert wirklich unfassbar hin und her. Mal kostet es gefühlt 50, 60 Euro mehr, dann wieder weniger, dann wieder mehr. All solche Sachen, die bekommt man da mit. Und vor allem sind die Preise grundsätzlich hier hoch, beziehungsweise deutlich höher als im englischen Markt. Zum Beispiel habe ich hier als Beispiel diesen Fairy Tail, dieses Spin-Off mitgenommen, welches, das wird hier wahrscheinlich in einer Aufnahme irgendwo aufgenommen werden, 10,99 US-Dollar kostet, aber ich habe jetzt das genommen, weil da noch der dänische Preis drauf ist, 99 Kronen, welches grundsätzlich einfach 1-2 Euro mehr sind als das, was hinten beworben wird für den englischen Markt. Heißt, auch hier variieren die Preise. Zum Beispiel habe ich dieses Werk hier noch für 99 Kronen gekriegt. Ich habe dann den nächsten Band dann für 109 Kronen, heißt nochmal 1,50 Euro teurer bekommen. Und das war nicht einfach, weil generell die Preise gestiegen sind in Dänemark von Manga, sondern einfach, weil ist sich so, ja, eingependelt hat, ne?
kann man ja einfach mal machen, denken die sich. Und das ist echt manchmal irritierend und auch kostspielig, sehr kostspielig. Das, ja, wenn du hier im Manga shoppen gehst, musst du damit rechnen. Du gibst mehr Geld aus als in Deutschland für potenziell weniger. Und eine Sache, auch wenn jetzt, vielleicht werden Leute fragen, warum bestellst du denn nicht einfach nach Dänemark die Sachen? Das liegt daran, Dänemark hat grundsätzlich keinen Amazon-Spot oder andere Sachen und die Versandpreise sind einfach zu hoch. Dann, da bezahlst du pro Band bald 5 Euro Versand noch obendrauf, mindestens 3 Euro zumindest. Und das ist einfach, das ist es dann auch nicht wert, auch wenn es sich wahrscheinlich bei plus minus null einpendeln würde, wenn du da die dänischen Preise nimmst. Eine Sache, worüber ich heute aber nochmal zu sprechen kommen möchte, die relativ wichtig ist meiner Meinung nach, ist der Gebrauchmarkt. Einerseits in Dänemark, ja, es gibt ja auch eBay, es gibt ja auch Websites, das ist nicht das Interessante. Genauso wie in Deutschland kannst du hier online deine gebrauchten Bücher, deine gebrauchten Manga, deine gebrauchten Comics kaufen. Kleidung, was weiß ich, voll kein Problem. Aber in Dänemark gibt es ein sehr florierendes Geschäft, nämlich das Gebrauchtwarenladen physisch in der Stadt. Ne? Und das ist nicht mal so ein Ding, wenn ich florieren sage, dass da Leute hingehen und ankaufen und verkaufen. Das gibt es auch, keine Frage. Aber in Dänemark hat sehr viel von gemeinnützigen blauen Kreuz, roten Kreuz Läden, die halt einfach, ja, wo man Sachen hingeben kann, spenden kann, Haushaltsauflösung, alles mögliche, Kinderzimmerauflösung, die werden da hingebracht und dort werden die für sehr, sehr wenig Geld für den guten Zweck verkauft. Und da kannst du manchmal richtig Glück haben. Und das hatte ich zum Beispiel auch mit der Reihe Vampire Game von Judal, welche, ja, ich werde es hier einblenden, wahrscheinlich um die 10, 20, 30, 40 Euro bzw. Dollar kosten auf Deutsch bzw. auch auf Englisch. Und ich habe sie hier, ich glaube, ich habe bis auf 2 Bände, die mir jetzt noch fehlen, habe ich die komplette Reihe für umgerechnet vielleicht 10 Euro bekommen. Es ist eine sehr alte, unbekannte Reihe. Ich weiß gar nicht, wann die rausgekommen ist. Wahrscheinlich irgendwie in den Early 2000ern. Aber es ist trotzdem cool, solche Funde machen zu können. Und da sind noch ein paar andere Sachen in meiner Sammlung. Vielleicht auch nicht hier, sondern auch die ich in Deutschland gelagert habe. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach richtig geil, dass es solche Läden gibt. Und wenn ich sage, es gibt solche Läden, meine ich wirklich, es gibt die in jeder dritten Straße. Es ist ein riesen kulturelles Ding hier. Und es ist auch nichts, wo sich Leute schämen, drüber Gebrauch zu kaufen. Überhaupt nicht. Es ist einfach geil. Ich habe hier Möbel von, es gibt Kleidung, ich kaufe zum Teil meine Kleidung dort. Das sind ganz normale Teenager und Jugendliche und Studenten, die da einkaufen gehen. Und das ist einfach wirklich eine coole Sache. Auch für den Manga-Markt. Hier eine kleine Side-Note allerdings. Speziell jetzt bei Vampire Game muss man allerdings auch sagen, das hier ist die englische, nicht Schwachsinn, das hier ist die dänische Ausgabe. Das heißt, komplett auf, sieht man hier eh nicht, aber komplett auf Dänisch. Für mich kein Problem, da ich Dänisch spreche, seitdem ich ein Kleinkind bin. Aber das ist natürlich so eine Sache. Aber ich habe auch schon englische Manga auf diesem Gebrauchmarkt gefunden. Deswegen keine Scheu. Seid ihr in Dänemark, schaut einfach mal vorbei. Als Genbru betitelt, übersetzt, wieder zu gebrauchen. Oder ja, einfach Sachen, die wieder zu gebrauchen sind. Das ist es auf jeden Fall wert, mal Hallo. Oder da ist es auf jeden Fall mal wert, Hallo zu sagen. So, ich glaube, ich habe jetzt die wichtigsten Sachen besprochen zur Frage, wie ist es in Dänemark, ein Manga-Fan zu sein, im Skandinavien, im Ausland. Es ist natürlich überall anders. Das waren meine Eindrücke zu Dänemark und wie es einfach hier ist, ist, glaube ich, auch interessant, weil immer wieder liest man über Leute. Ich meine, Dänemark ist populär, was Urlaube angeht. Kann ich übrigens auch nur empfehlen. Richtig schön hier und sehr nette Menschen. Aber ja, falls ihr mal hier seid, keine Scheu. Schaut in euren Manga-Store in der Nähe vorbei. Die Leute sind unfassbar auch ja, nett und wollen euch unbedingt helfen. In Dänemark spricht gefühlt jeder Englisch fließend, wirklich jeder, selbst die kleinen Kinder. Deswegen, ja, ich kann euch es nur empfehlen. Seid ihr zufällig mal in Dänemark, schaut im Manga-Store vorbei. Ansonsten wünsche ich dir noch jetzt ja, einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen und eine schöne Woche. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Mach's gut.